Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion. Okay, die Herren. Hier geht's dann rein. Ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Super. Okay, dann holen wir das einfach mal noch raus. Ganz cool, ja? Ganz cool, ja? So. Ah, das müssen wir. Können nicht das nehmen? Wir müssen tatsächlich das nehmen. Okay, gut. Aber dann können wir schon mal dafür sorgen, dass wir direkt raus können. Gut, dann schnell rein, schnell wieder raus. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Mhm. Ist okay. Es wäre halt praktisch, wenn wir die... Nö, nö. Das bildest du dir nur ein. Na gut, dann war es das jetzt halt. Dich müssen wir holen. Hab das Fahrzeug. Was jetzt? Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unser Freund die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten. Cool. Machen wir. So, ihr könnt ja gerne Verstärkung rufen. Ich muss dann schon mal weg in der Zeit. Ich glaube, das sollte ja auch dann... Ja, ich glaube, wir sind so einigermaßen los. Hoffe ich zumindest mal. Ganzen rumbackenden Personen. So, guck mal, da sind ja Kollegen von mir. Aber das Gute ist, es ist ganz praktisch, dass es nicht irgendwie jetzt 5 verschiedene Clans hier rumrennen. Es ist einfach nur, es sind halt diese Albion-Leute und halt Clan Kelly. Das ist ja auf jeden Fall noch machbar. Obwohl wir uns da irgendwie vielleicht auch einigermaßen hochrangigen Offizieren nachher. Oder irgendwas in der Nähe und dann sollte das passen. So. Ich habe mich für dich drum gekümmert. Die Medikamente sind an einem sicheren Ort. Bagley schickt bald die Koordinaten. Gute Besserung für deinen kranken Freund. Ich schulde euch ganz schön was. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Echt jetzt? Fuck, ja. Cool. Wir haben einen Detzek-Typ, einen Albion-Typ. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann nehmen wir die direkt mal. Und machen vielleicht noch die Mission gerade für den anderen. Hervorragend. Unsere Gruppe wird stärker. Willkommen bei Detzek. Perfekt. Jetzt werden wir die Bastarde bloßstellen, ja? Sehr gut. Genau. So, und zwar...
Nehmen wir dich nämlich noch gerade mit. Ah ja, Scheinwerfer. Okay. So, dann nochmal zurück. Gut, wir kommen jetzt halt gerade nicht da rein. Aber vielleicht kriegen wir das mit einem Dings hin. Hier war genau. War was zum Schnellreisen in der Nähe. Mit einem Bot, denke ich mal. Dann sollte das ganz gut gehen. Sonst endest du in der Gosse. Gleich kriegst du aufs Maul. Das ist strafbar. So, weg, ich bin nämlich selber Albion. Dann backen wir uns mal wieder runter und hängen hier wieder fest. Stimmt, da können wir jetzt einfach durchrennen. Aber ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Okay. Also nichts Feindliches. Ich will nur das Zeug gerade mitnehmen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ehrlich. So, ja, warte, wir haben Zugang unter die Server hacken, die da hinten irgendwo wären. Nehmen wir auch das, ich glaube, das könnte ein bisschen schneller gehen. Nein, ich verstehe schon. Du hast den Ort gefunden. Mhm. Muss ich halt nur noch hoch. Das da ist der C2S-Hub. Cool. Na dann. Einmal Rootkitten. Erledigt. Was haben wir, Bax? Oh, sieh mal einer an. Er hat die Schwachstellen gar nicht ausgenutzt. Er hat sie behoben. Ein Hacker mit Gerechtigkeitssinn. Sprich dich aus. Er hat sich besonders auf die Organtransplantationsliste konzentriert. Wenn jemand diese Schwachstellen kennen würde, hätte er reichlich Kontrolle über die Warteliste. Das klingt doch, als wäre es genau unser Ding. Bax, mach ein Treffen aus. Cool. Ja, schaut das zu. Ja, ich glaube, da komme ich so schnell erstmal nicht rein. Ach, hier war das, ja. Ja, so ein paar Sachen haben sie halt immer wieder verwendet. Merke ich gerade. Ich könnte versuchen, da komplett oben rum. Könnte passen. Du bist aber auch angenehm schnell, merke ich gerade. Das ist schon mal sehr viel wert. Ah, so kommen wir rein. Cool. So wird ein Schuh draus. Hört man dich, glaube ich, direkt schon mal aus. Und her damit. Ich glaube, mit den 10 kann ich zwar noch nicht allzu viel anfangen. Aber besser als nichts. Ja, das wird ein Blumen. Wie weit bist du jetzt wieder weg, Kollege? Da drin irgendwo. Genau, das hatten wir. Haben wir irgendwas zum Schnellreisen in der Nähe? Leider nicht. Doch. Gut, da haben wir jetzt einen Albion-Typen und einen
Dings. Ein Mediziner. Das wäre jetzt Hospital, wenn die Krankenhäuser besser reinkommen. Ja, da brauchen wir noch Kelbien, Kelly, wir brauchen noch Blum. Aber es wird auf jeden Fall. Ui. Na, du bist schon in der Kneipe. Jo. Okidoki. Dann sagen wir mal hallo. Grüß deine Mutter von mir. Na los, zeig mir, was du drauf hast. Saftarsch. Zurück, das geht dich nichts an. Du hast gewonnen. Sind Sie verwirrt? Überfordert? Willkommen bei Claire Waters. Erinnern Sie sich, als London noch cool war? Als man am Piccadilly gechillt abhängen konnte? Das System ist kaputt. Deswegen geht hier alles vor die Hunde. So, bist du schon wieder verbuggt, dass ich dich nicht ansprechen kann? Üptüdüptüdü, betrunken. Dankeschön, es hat sich gelohnt. Ja, ich kann mit dir halt schon wieder nicht reden. Gut, ich wechsle nochmal den Agenten. Das hat im letzten Mal was gebracht. Ich hoffe, das geht jetzt auch wieder. Du wirst gebraucht. Hättest du... Bin schon dran. Ich wette, hier geht mehr... Ja, tatsächlich. Du gehörst also zur berühmten DedSec. Unglaublich. Wir haben deine Arbeit beim NHS gesehen. Du bist ziemlich gut, muss man sagen. Ja, aber Clan Kelly hat es nicht aufgehalten, stimmt's? Die haben sich mit hunderten Organen verpisst, bevor ich die Lücke schließen konnte. Scheiße, das klingt übel. Ich würde sie gern schnappen und die Organe zurückholen. Aber üblicherweise kämpfe ich nicht mit bewaffneten Kriminellen. Okay, ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Du hilfst mir und ich helfe dir. Wir sind Partner. Wie in so einem Buddy-Movie. Unser Hacker hat das Hauptquartier des Schmugglerrings schon gefunden. Ich schicke die Details an deine Optik. Ich sehe mich mal um. Cool. Allerdings. Hier ist ja noch Zeug zum Einsammeln und so. Ah, ich glaube, mit dir können wir da einfach hochfliegen. So. Ja, da ist die Maske. Ordnung. Und da können wir eine Runde malen. Was sollen wir hier hin machen?
Nehmen wir das. Cool. Eine Menge Leute werden das sehen. Jo, das denke ich auch. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Einmal da runter. Da ist halt echt unglaublich viel zu tun, ja. Hallo, Kollegen. Ah, hatte ich glaube ich schon den Job, ne? Jo. Theoretisch können wir, glaube ich, jetzt. Ich weiß gar nicht. Können wir alle jetzt mit so Uniform ausstatten? Oder muss ich das noch irgendwie alles dann freischalten? Es wird sich zeigen. Gut, die City of London. Ist ja nicht so, dass ich da die ganze Zeit schon rumfahre. Ich bin da. Gut, die gestohlenen Organe sollten in einem Krankenwagen vor Ort sein. Interessant. Gucken wir da auch so schnell dann rein und rauskommen. Ah, das hat man noch nicht. Cool. Und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Dann können wir als Bauarbeiter rein, eventuell. Ne, nur Clan Kelly. Dann würde ich aber, glaube ich, ganz gerne mal erstmal schauen, was hier so abgeht. Da können wir dann raus, cool. Ja, ist einigermaßen. Einigermaßen bevölkert hier. Mal gucken, wie wir so schon aus, noch ausschalten können. Oh, das sind viele. Gute Idee, mache ich mal. Komm, danke. Okay, dann mal los. Es ist vorbei, gib schon auf. Na los, komm schon! Fuck, mit dir habe ich nicht gerechnet. Ich lade nach. Danke. Das hatte ich nicht erwartet. Autsch. Na gut, das ist auch nicht so praktisch mit dem Ding.
Das da ist das Fahrzeug. Ah, gut. Gut zu wissen. Das war's mit dir. Ich glaube, wir haben sie meistens erledigt. So, wer ballert denn jetzt noch? Angenehm werden wir das explodiert. Alles nur für diese Technikpunkte. Tüt. So. Gut, den kriegen wir leider nicht deaktiviert. Na gut, das hat sich aber gelohnt. Dann machen wir uns schon mal hier bereit fliehen können. Ja, alles klar. Abflug. Ich hab das Fahrzeug. Und jetzt? Offensichtlich solltest du sie in ein Krankenhaus bringen. Außer du möchtest dich sehr gut mit einem hungrigen Hund anfreunden. Du wirst verfolgt. Das wirst du beheben müssen, bevor du das Fahrzeug abliefern kannst. Gut, abgeschüttelt. Genau, bin dran. Sehr schön. Das ging jetzt auch einigermaßen rund, muss ich sagen. Aber ja, ich muss echt mal gucken, dass ich mal gute Waffen oder irgendwas kriege. Wusch. Da wollte ich reinfahren. Naja, gut, so wäre es natürlich auch gegangen. Gut gemacht. Ich melde unsere Speziallieferung im Krankenhaus an und du sagst unserem Hackerfreund Bescheid. Erledigt. Jo. Ausgezeichnet. Die reichen Ärsche können sich nicht mehr vordrängeln. Jetzt kratzen sie mit uns zusammen ab. Ich weiß, das hört sich verrückt an und so, aber ich denke, du würdest genau zu DedSec passen, ja? Okay, ja. Legen wir los. Gut. Unsere Armee wächst. Cool. Ja, ich glaube, mit den 20 können wir halt auch noch nicht so unglaublich viel. Ein Kampfspider wäre halt cool. Aber Ziel und Schalldämpfer, ja. Wenn nicht mehr, ich hätte gerne Schnellfeuergewehr oder irgendwas. Ja, das scheint alles hier auf Dings, auf Dings zu gehen, auf nicht tödlich. Ja gut, macht aber irgendwie Sinn. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass hier die die Dings, das ist halt irgendwie die 0815 Leuten
0 auf 10 Leute halt einfach jetzt rumrennen und Leute umbringen. Von daher kann ich es echt nachvollziehen. Ja, Magazinkapazität brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ein Bezirk zum Aufbären und dann können wir die ganzen Waffen freischalten. Okay, ich glaube, ich spare dann tatsächlich gerade noch ein bisschen. Und gehen das vielleicht mal an mit diesem Aufbegehren. Ich glaube, den haben wir irgendwann in einer der ersten Folgen mal angegangen. Ja, wir können weiter trinken. So. Ah, genau, das war die Mission. Kann ich irgendwo sehen, was ich noch brauche, um den aufzubegehren oder aufbegehren zu lassen? Können wir eine Runde Propaganda stören? Mal schauen, was das wird. Ja, ja. Das sind aber, glaube ich, alles nur normale. Soll ich dir deine verdammten Beine brechen? Oh Gott. Egoistisches Arschloch. So, mach dir mal. Da oben müssen wir hin, okay. Kriegen wir das hin? Nein, ich glaube, ich brauche halt irgendeine Drohne, die mich da hochfliegt. Schätze ich. Na, hi. Na, Ümchen? Okay, das habe ich ja noch nicht freigeschaltet. Was brauche ich dafür? Ich glaube, das ging, oder? Waffensperre. Eine Raketendrohne. Ah, eigentlich war es was, was hier tötet. Ja, aber ich denke, das dürfte es sein. Ja gut, dann holen wir uns das gerade mal. Wieso nicht verfügbar? Ich möchte nämlich jetzt ganz gerne mal hoch. Ah, hier geht's. Okay. Was? Nein, ich spaziere bloß, mehr nicht. So, dann machen wir es doch so. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 15 Dings ausgegeben, leider. Oder verschwendet. Da ist doch eine Drohne. Guck mal. Aber gut, brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Dann. Da ist die Frage, wie wir da hinkommen. Ah, okay. Prima Platz für etwas künstlerische Rebellion. Bitteschön. Ah, sieht großartig aus.
Erledigt. Was das Imperial War Museum angeht, bist du fertig. Aber je weniger Albion-Propaganda in Lambeth, desto besser. Okay, ja, ich denke, brauchen wir da 3 oder 4 von. Dann haben wir's. So, Geld, Geld, Geld. Und dann können wir auch die Folge wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.